So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde Time Capsules, Zeitkapseln, Relikte der Vergangenheit. Ein Spiel von Jaroslav Kustov, erschienen jetzt im Jahr 2023 bei Giant Rock, ursprünglich bei Red Cat Games. Und das Spiel ist eine Leihgabe von der Spieleoffensive, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dafür vielen Dank. Das Spiel geht aber auch wieder zurück an die Kollegen dort in Merseburg. Worum geht's? Ganz grundsätzlich, ich zeige euch den Solo-Modus von diesem Spiel. Das geht bis zu 4 Spieler, wie eben gesagt. Der Solo-Modus funktioniert gegen einen Automa, der relativ einfach zu steuern ist. Das sehen wir uns gleich an. Und es geht darum, wir haben in der fernen Zukunft einen Planeten gefunden, auf dem wir Kapseln entdeckt haben, die wohl aus der Vergangenheit stammen. Und die sind hier als schöne große Kunststoffkapseln, die man verschließen kann und relativ leicht auch wieder öffnen kann, dargestellt. Und in diesen Kapseln haben wir Gegenstände gefunden, die uns helfen können, Artefakte, Quantencomputer, Biomaterie. Und wir haben entdeckt, dass wir diese Dinge auch wieder in die Kapseln reinstecken und sie in der Zukunft wieder nutzen können. Und auf diese Weise können wir und wollen wir dann natürlich auch Geld machen. Also sprich Punkte in diesem Falle, die nennen sich Weltraumdollar hier in diesem Spiel. Jeder Spieler hat vor sich eine eigene kleine Matte, die ist aber auch nicht asymmetrisch, sondern jeder hat die gleiche Matte vor sich und die gleichen Kapseln. Das Ganze kommt in einem relativ guten Insert, einem ziemlich guten Insert eigentlich. Die Kapseln hier in einer unteren Schicht haben immer paarweise Deckel und Kapselboden zusammengelegt pro Spielerfarbe und alle anderen Dinge verteilt in die verschiedenen Fächer. Alles passt super rein, inklusive der Netzbeutel, die für die 4 Kapseln jedes Spielers für jeden Spieler ausreichend groß sind. Tipperary, ich gucke auf dich. So, dann haben wir eine deutsche Anleitung, die gar nicht sehr lang ist. Die Anleitung selbst hat, glaube ich, nur 5 oder 6 Seiten. Und dabei ist aber auch noch ein, und dazu kommt dann noch ein ausführliches Beispielspiel. Also eine sehr gut geschriebene Anleitung, steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Und das findet man auch immer relativ schnell. Hier haben wir einen Rundenzähler. Wir spielen 10 Runden. Der Bot fängt bei 25 Weltraumdollar an, wir fangen bei 0 an und unser Ziel ist es ganz am Ende des Spiels, wir spielen 10 Runden, wie gesagt, vor dem Bot zu stehen. Das ist der Haken dabei, den wir erstmal überwinden müssen. Und gleichzeitig müssen wir vermeiden, dass wir mehr als 5 dieser sogenannten Zeitbrüche in unseren Kapseln ansammeln, denn das sind unangenehme Gesellen. Ein 6. oder mehr Zeitbrüche schließen uns einfach von der Wertung aus. Alle anderen Dinge, die ihr hier seht, erkläre ich euch gleich während des Spiels. Wir müssen aber mit dem Setup noch ein bisschen was machen. Wir bekommen nämlich zu Beginn des Spiels 1, 2, 3, 4, 5, 6 Energie in Form von kleinen Batterien in der Werteinheit 1. Die gibt es auch in 3 und 5. Da können wir später wechseln, wenn wir wollen, aber noch hochwechseln. Wir können nicht wieder zurückwechseln. Da müssen wir uns also genau überlegen, ob wir und wann wir das tun. Und wir können dann auch ähnlich wie bei Quantencomputer-Bits, bei Qubits, auch nicht in kleinen Stückelungen bezahlen. Wir kriegen kein Wechselgeld. So, was müssen wir noch tun? Wir kriegen noch 2 Computer 6. Und die werden wir aufteilen. Immer einen Computer und eine Energie. Und dann ein andermal 2 Energie. Jeweils in eine Kapsel packen. Zumachen. Kapsel packen. Zumachen. Ab in die Kapsel. Schließen. Und der letzte noch. Das letzte Paar. So, 8 Dinge in unseren 4 Kapseln. Und Ohren zuhalten. Einmal mischen. So, legen wir erstmal zur Seite, bleibt im Netz. Der Bot fängt auch gleich an. Deswegen machen wir erst unser Setup fertig. Wir kriegen 3 von diesen sogenannten Fluktuationskarten. Die lege ich auch hier offen auf den Tisch. Die haben oben links immer einen Preis angegeben und nur wenn ich diese Chronokristalle hier, in diesem Falle jeweils 2, ausgebe, also ablege, dann kann ich diese Karte auch ausspielen. Das Problem ist, ich habe halt am Anfang noch gar keine. Ich fange mit leerer Platte an und nur diesen 8 Gegenständen, 6 Energie und 2 Computer in den Kapseln. So, dann kommt hier eine Marktauslage her. Und zwar sind das 2 verschiedene Arten von sogenannten Artefakten. Für den Solo-Modus werden die zwingend nach Größe geordnet und das bei gleicher Größe, in diesem Falle der Preis ist die Größe, 3 Energie, 3 Energie und 4 Energie. Bei gleicher
bei gleichem Preis kommt das zuletzt gezogene Artefakt rechts dahin. So, dann haben wir hier drei verschiedene Artefakte liegen. Die gucken wir uns gleich in Ruhe an, keine Sorge. Auf der anderen Seite die andere Gruppe von Artefakten, 7 Qubits, 10 Qubits. Das hier sind die Artefakte, die sogenannte Quantenbits kosten. Auch die legen wir hier einfach hin. Und dann können wir loslegen. Erste Runde, der Bot fängt an und er würfelt. 3 und 5. Ihr seht hier eine Referenzkarte, die habe ich hier zwischengelegt für die Runden 1 bis 5. Und deswegen habe ich mir in der Mitte auch noch einen Chronokristall als Erinnerung hingelegt, denn hier fehlt so eine kleine Markierung für das Solospiel. Wird die Referenzkarte auf diese zweite Seite gedreht. Jetzt im Moment sehen wir, dass diese beiden Artefakte ausgewürfelt sind. Die kommen weg aus der Auslage, aber der Bot bekommt die Punkte, die oben rechts von diesem Artefakt abgebildet sind auf diesem Artefakt. Also 1 und 3 macht 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und alles, was wir hier auf der Punkteleiste sehen, an gelben Feldern, die positiv für uns sind, und an blauen Feldern, die für uns negativ sind, das ignoriert der Astrobot einfach. Da befassen wir uns damit, wenn wir so weit kommen. Aber das sollte auch bald hoffentlich der Fall sein. So, die beiden Würfel sind weg. Einfach nur zwei Artefakte auswürfeln, die Punkte nehmen und die Artefakte rausnehmen. Das heißt, wir sind mit dem Bot fertig. Ich bin dran. Schritt 1, ich ziehe zwei Kapseln aus meinem Netz, öffne die und verteile den Inhalt in meiner aktiven Zone. Das ist der grüne Bereich. Meine inaktive Zone, die ist hier außen rechts daneben. Und hier seht ihr noch eine kleine Referenz für die sogenannten Standardaktionen und die Symbolik des Ganzen. Hat jeder Spieler, alles gut. So, ich habe einen Quantencomputer bekommen, und zwar einen 6er. Das heißt, ich nehme einen W6 und werfe den. Eine 4. Und jetzt kann ich mehrere Dinge tun. Ich kann ein Artefakt kaufen, wenn ich das möchte und wenn ich das bezahlen kann. Das hier zum Beispiel kostet mich 4 Qubits, das könnte ich direkt bezahlen, ich habe die ja gespielt. Das hier kostet 10 Qubits, die kriege ich nicht zusammen. Auch nicht mit einem W6, das wird schwierig. Hier habe ich ein Artefakt, das kostet 3 Energie, und hier habe ich ein Artefakt, das kostet 4 Energie, die habe ich wiederum auch nicht. Ich könnte aber, bevor ich das tue, versuchen mit Standardaktionen Quantenbits, Qubits und Energie ineinander umzuwandeln, Ressourcen hin und her zu tauschen. Das kann manchmal sinnvoll sein, vielleicht kommen wir auch ohne aus. Was kann ich noch tun? Ich kann eine Karte spielen, wenn ich die Chronokristalle habe, um die Karte, um das Ausspielen zu bezahlen. Kann ich im Moment auch nicht. Und ich kann diese Standardaktion machen. Ich kann mir mit 3 Energie einen weiteren Computer kaufen. Ich kann mir gegen 3 Qubits eine Energie kaufen. Ich kann 5 Qubits ausgeben und mir einen Punkt holen. Ich kann 5 Qubits ausgeben, um mir einen Zeitriss wegzuwerfen. Oder ich kann 1 Energie ausgeben, um den Qubit-Würfel eines Computers um 1 hochzudrehen. Oder auch 1 Energie ausgeben, um den Würfel einfach neu zu werfen. Und dann kann ich noch, das sind teurere Aktionen, 3 Energie wirklich auch ablegen. Oder auch 2 Computer ablegen. Die kommen dann auch raus aus dem Spiel, um eine Computerverbesserung oder eine Biomasse zu erhalten. Was Biomassen sind, kommen wir dann auch später zu, wenn es soweit ist. Und das sind Dinge, die für uns gut sind, Biomassen und Artefakte. Das sind üblicherweise Funktionen oder Fähigkeiten, die wir gerne haben wollen, genauso wie Chronokristalle. Okay, aber mit den 4 Qubits und den 3 Energie kann ich tatsächlich auf Anhieb erstmal 2 Artefakte kaufen. Das tue ich auch einfach mal. Diese 4 Qubits lege ich ab und kaufe damit dieses Artefakt. Was haben wir hier? Wir haben eine Klimasteuerung. Die kostet 4 Qubits und bringt mir erstmal 1 Energie. Alles, was ich erhalte, kommt rechts in die inaktive Zone. Das kann ich nicht sofort im gleichen Zug einsetzen. Und auch das Artefakt selber kommt jetzt in die inaktive Zone. Was kann es später tun? Ich kann dieses Artefakt abwerfen, um dafür 2 dieser Karten zu bekommen. Ziemlich gute Geschichte. Diese Karten, wollen wir durchaus ein paar haben, falls wir mal Chronokristalle bekommen, dass wir eine Wahl haben, was wir spielen wollen. Was wir spielen können. So. Damit habe ich aber den Computer schon verbraucht, der kommt auch in die inaktive Zone. Jetzt habe ich hier noch 3 Energie und für die kann ich ebenfalls noch ein Artefakt kaufen, nämlich den Chronokristall-Auswerfer. Und der hilft mir, wenn ich 2 blaue Artefakte habe, dann bekomme ich einfach einen Chronokristall. Aber ich bekomme jetzt schon einen Computer, Größe 6, der kommt auch in die inaktive Zone und ich bekomme hier rechts oben stehend einen Punkt.
Den nehmen wir uns auch. Das kommt auch in die inaktive Zone und dafür haben wir die 3 Energie ausgegeben. Das kommt ebenfalls in die inaktive Zone. Jetzt ist mein ganzes Spielbrett leer. Ich kann nichts mehr tun. Was muss ich jetzt tun? Schritt 3. Ich fülle die Kapseln wieder, die ich gerade geleert habe. Und aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll, eine Energie zu jedem Computer zu tun. Vielleicht auch noch ein zweites. Und die Artefakte kann ich aufteilen. Hier brauche ich 2 blaue. Das ist ein rotes. Und damit haben wir unsere Engine ein bisschen verstärkt, aber können sie nicht sofort nutzen. Das ist der Kniff bei diesem Spiel, dieses zeitversetzte Nutzen der Dinge, die man erwirbt. Das war die erste komplette Runde. Was machen wir jetzt? Wir füllen auf. Die Artefakte, die verkauft wurden, werden nachgefüllt im Markt. Der Größe nach sortiert im Solo-Modus. Im Mehrspieler-Modus spielt das keine Rolle. Da kann ja jeder genau gucken, was er da nimmt. 6 und 6. Bei gleichem Preis ist das zuletzt gezogene Artefakt rechts davon. So, dann werfen wir wieder, der zweite Runde. 5 und 4. Und das zeigt jetzt auf eine einzige Karte in den ersten 5 Runden. Dieses Artefakt kommt jetzt weg. Der Bot kriegt keine Punkte dafür. Und alles ist gut. Ich habe also jetzt die Möglichkeit, aus 5 Artefakten auszuwählen. Mit 10 aber auch schon ein sehr teures. Ich bin dran. Wir öffnen wieder 2 Kapseln. Kriegen erwartungsgemäß das gleiche wie eben. Nehmen uns den W6 und werfen damit. Eine 4 und 3 Energie. So. Ich hätte hier ein blaues Artefakt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe ja ein anderes Artefakt, das auch auf blaue Artefakte Wert legt. Das kostet aber 4 Energie. Und hier habe ich einen Multiplizierer, der kostet 7 Energie. Da wird schwierig, den zu kriegen. Was können wir denn machen? Ich schaue gerade. 6 Qubits. Könnten wir einen dieser beiden machen? Tja, ich könnte, wenn ich eine Energie ausgebe, kann ich den Würfel hier hochdrehen um 1. Das kann ich zweimal tun, dann käme ich auf 6. Dann könnte ich mir entweder das grüne Artefakt hier, den Kapselprogrammierer, leisten. Mit dem kann ich zukünftig Zeitbrüche abwerfen. Oder ich kann mir den Kryptoanalysator leisten. Der sagt mir, wenn ich ein rotes Artefakt verwende, kriege ich einen zusätzlichen Weltraumdollar. Auch nicht schlecht. Andererseits kann ich auch die Qubits ausgeben, um mir Energie zu holen und mir dann das Exoskelett zu holen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die mir besser gefällt. Ich werde also diese 3 Qubits ausgeben und ich kann nicht wechseln. Ich muss den Würfel also jetzt komplett ausgeben. Das vierte Qubit verfällt. Der Computer ist verbraucht, kommt in die inaktive Zone. Damit habe ich aber virtuell eine Energie mehr. Dazu kommen die 3, macht zusammen 4. Und dann kriege ich dieses Artefakt, das Exoskelett. Immer wenn ich mindestens 2 blaue Artefakte in der aktiven Auslage habe, erhalte ich 2 Weltraumdollar oder eine Fluktuationskarte. Und ich bekomme auf jeden Fall sofort 2 Energie. Das ist schon mal gut. Und das kommt in die inaktive Zone. Fertig. Auch hier wieder Kapseln füllen. Das Artefakt. Mindestens mal den Computer und 1 Energie. Vielleicht packen wir auch... Ich muss mindestens 2 Gegenstände in die Kapsel tun. Ich kann das Artefakt also nicht alleine lassen. Vielleicht machen wir es andersrum. Wir packen das Artefakt mit dem Computer und 1 Energie zusammen und packen 4 Energie in die andere Kapsel. Mal gucken, wie das vor sich geht. So, die Kapseln kommen zur Seite. Dritte Runde, wir müssen auffüllen. 3 Energie, 6 Energie. Dritte Runde, der Bot ist dran. Er würfelt wieder. Diesmal würfelt er ein Pasch 2. Es geht um dieses Artefakt, das kommt weg. Aber immer dann, wenn es ein Pasch ist,
bekomme ich als Gegner dummerweise zwei Zeitbrüche. Und stellt euch vor, ihr werft mal so drei oder vier Pasch und müsst diese Zeitbrüche alle wieder loswerden. Gar nicht so einfach, insbesondere dann, wenn das spät passiert. Da hat man kaum noch eine Chance zu reagieren. Damit muss ich jetzt in meiner nächsten Runde, in meinem nächsten Zug umgehen. Mein Netz ist aber leer, das heißt, ich muss jetzt wieder alle vier Kapseln in das Netz packen, einmal Ohren zuhalten. So, und jetzt habe ich wieder zwei Kapseln gezogen. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir das gleiche, was wir paarweise verteilt haben, oder ziehen wir eine andere Kombination? Nee, wir kriegen das gleiche. So, das kommt jetzt aber alles in meine aktive Zone. 1, 2, 3, 4, 5 Batterien in diesem Falle. Ein W6 geworfen. Oh, nur eine 1. Aber 5 Energie. Damit lässt sich doch bestimmt was anfangen. Ich habe jetzt die aktive Fähigkeit dieses Artefakts, kann ich nicht nutzen. Das Problem ist ja, dass ich kein zweites blaues Artefakt hier liegen habe. Das kann ich mir aber im Moment auch nicht leisten. Das wäre zum Beispiel nämlich dieser Kryptoanalysator. Aber der bringt mir jetzt gar nichts. Ich habe nämlich nur eine 1 hier liegen. Andererseits... bräuchte ich mehr Energie, um mir sowas wie den Multiplizierer zu holen. Den kriege ich jetzt auch nicht mehr hin. Was ich machen kann, ich kann mir erstmal gegen 3 Energie die geologische Sonde holen. Die verschafft mir später 2 Chronokristalle. Und jetzt auf jeden Fall erstmal eine Energie. So, jetzt habe ich noch 2 Energie und den Computer und das Artefakt, das ich nicht nutzen kann. Ich werde mal eine Energie ausgeben, um neu zu würfeln. Und da haben wir die 6. Sehr gut. Denn jetzt können wir tatsächlich hingehen und diese 6 Qubits ausgeben, um dieses Artefakt uns zu leisten. Ob wir das länger brauchen, weiß ich nicht, aber ich kriege auf jeden Fall erstmal 2 Energie. Und ich habe ein blaues Artefakt, das kann ich dazulegen. Das kommt nämlich jetzt weg. Ich bin soweit durch und mit dem einen Energie kann ich nichts alleine mehr anstellen. Und dann müssen wir wieder die Kapseln füllen. Jetzt legen wir die beiden blauen Artefakte zusammen. Legen die Sonde in ein anderes Fach. Wo werfe ich Zeitbrüche ab mit Computern? 1, 2, 3. Ich muss die beiden Zeitbrüche auf jeden Fall weglegen. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sind beide Kapseln mit 7 Gegenständen voll. Ich wechsle die Energie noch nicht, sondern ich versuche nochmal kleine Einheiten zu bewahren. So, wir füllen wieder die Artefakte auf. Und dann haben wir hier noch 6 Qubits und 7 Qubits. Und dann nächste Runde, der Bot würfelt. 2 und 3. 2 und 3. Und das sind einmal 2 Punkte und einmal 1, also 3 Punkte für den Bot. 1, 2, 3. Und wir sind dran. Wir haben jetzt nur noch 2 Kapseln. Artefakte, 2 Computer. 2 Computer heißt auch 2 Würfel. Eine 6 und eine 2. Okay. So. Dieses Artefakt werde ich direkt einsetzen. Ich kann das abwerfen und bekomme dafür 2 Karten. Dann lege ich das einfach, das gehört hier hin, auf die Ablage. Eine Karte, 2 Karten. Ich darf so viele Karten haben, wie ich will, aber ich kann noch keine einzige einsetzen, weil ich noch keinen Chronokristall habe. Das ändert sich hoffentlich bald.
dann werde ich ein Energie einsetzen, um nochmal zu würfeln. Eine 6. Jetzt habe ich 12 Qubits und die setze ich ein und kaufe mir das Artefakt, den Replikator. Der kostet 10 Qubits, bringt mir 2 Punkte und einen Chronokristall. Und einmal pro Zug, falls ich die Fähigkeit eines Artefakts nutze, nutze die Fähigkeit kostenlos nochmal. Das sollte ich also immer mit einem Artefakt gemeinsam zusammenlegen. Kann ich jetzt nur noch nicht tun. Und wir haben noch 3 Energie übrig und dafür kaufen wir uns einfach mal einen weiteren Computer. So. Und das hier kann ich noch nicht nutzen, weil ich noch kein blaues Artefakt jetzt weiter habe. Halt, bevor ich das mache, gucke ich mal auf meine Karten. Ich habe jetzt einen Chronokristall. Oh, das ist spannend. Hier habe ich eine schöne Karte. Die Pluralität der Vergangenheit. Schöne Ansprüche, schöne Anspielungen. So, wir können einen Chronokristall ausgeben. Spielen die Karte, die kommt dann auch in die Ablage. Nutze die Fähigkeit von einem Artefakt aus der Auslage. So, und in der Auslage finde ich den Multiplizierer. Ich bekomme einfach 2 Biomaterien. Biomaterien sind ganz spannende Geschichten. Da sind 2 Elemente drauf jeweils. Ein oberes hellblaues und ein unteres dunkelblaues markiertes. Ich bekomme die jetzt in die inaktive Auslage. Und bei Biomaterie kann ich jetzt tatsächlich sagen, sobald sie in der inaktiven Auslage sind, möchte ich sie auch nutzen. Dann kriege ich aber nur die obere Markierung, die Belohnung dort. Und wenn ich sie aber einmal durch die Zeitkapseln schicke und in der aktiven Auslage habe, dann bekomme ich die untere Belohnung. Und genau auf die lege ich Wert. Das sind Chronokristalle und viele Punkte, allerdings auch ein Zeitbruch. Ich kann dann aber, wenn sie in der aktiven Zone liegen, auch nochmal entscheiden, trotzdem nur die kleine Belohnung zu nehmen. So, die kommen erstmal weg. Das Artefakt kann ich nicht nutzen. Jetzt habe ich wieder ganz viele Computer. Den Replikator lege ich hier auch nochmal hin. Ich bräuchte noch ein blaues Artefakt mit dem zusammen. Gucken wir mal. Biomaterie dahin, dahin, dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 1, 2, 3, 4. Jawohl. Jetzt sind unsere Kapseln schon relativ voll. Aber wir können erstens Artefakte teilweise loswerden und zweitens natürlich auch Energie in größere Stücke wechseln. So, wir füllen wieder die Artefaktauslage auf. 4. Und der Bot ist dran. Nächste Runde. 4 und 5. Das passt auf die gleiche Karte. Der Bot kriegt wieder 3 Punkte. 1, 2, 3. Ist aber kein Pasch, deswegen kriege ich keine Strafzeitbrüche. So. Wir sind dran. Wir müssen wieder mischen. Ich mache mal wieder leiser. Und wir ziehen wieder 2 Kapseln. Da kriege ich eine Biomaterie. Und 2 blaue Artefakte. Das kommt alles in unsere aktive Zone. Einmal den Computer würfeln. Eine 5, nicht schlecht. Da können wir was mitmachen. Wir haben 3... 6, 7 Energie. Oh, das ist spannend. Okay, gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben keinen Zeitbruch, können also auch keinen abwerfen. Wir müssen mit dieser Biomasse jetzt aber auch was machen. Die kann ich nämlich nicht nochmal in eine Kapsel stecken. Das heißt, ich bekomme jetzt, muss mich jetzt entscheiden, ich nehme jetzt die große Belohnung, das ist ein Zeitriss oder Zeitbruch und 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich über ein gelbes Feld gelaufen und ein blaues. Das blaue gibt mir auf jeden Fall noch einen Zeitbruch. Und das gelbe Feld
da kann ich mich entscheiden, möchte ich einen Chronokristall oder möchte ich eine Karte? Ich möchte in diesem Fall einen Chronokristall. Und die Biomaterie, die kommt in die Ablage. Die ist weg. So, dann haben wir das. Dann habe ich hier ein Artefakt, das wir vielleicht gefahrlos nutzen können. Warte mal. Ich habe eine Karte für einen Chronokristall, die ich spielen könnte. Die Biofeldresonanz, da kann ich alle Biomaterie, die ich bekomme, in diesem Zug in die aktive Zone legen. Ich glaube, ich bekomme aber keine, wenn ich das richtig sehe. Also denn ich kaufe mir eine. Das wäre vielleicht eine attraktive Geschichte. Ja, wir machen das mal. Wir spielen diese Karte ab. Behalten uns die erstmal hier in der Auslage. Und dann gucken wir weiter. Was können wir machen? Wir können als erstes mal 3 Energie ausgeben, um eine Biomaterie. Und die kommt jetzt auch wirklich, die wird abgelegt, die kommt weg. Und dafür kriege ich eine Biomaterie. Und aufgrund dieser Karte kann ich sie in die aktive Zone legen. Ui, die ist gut. Ich kriege 2 Punkte. Und ich kann einen Zeitbruch abwerfen. Und damit kommt sie weg. So. Ich habe 5 Qubits. Dann gibt es zum Beispiel dieses Artefakt. Da bekomme ich einfach so gegen Abwerfen 3 Weltraumdollar, 3 Punkte. Für 6. Für 6 Qubits kann ich aber auch den Brutkasten kaufen. Der gibt mir einen Computer und da kann ich für 2 Energie eine Biomaterie kaufen. Das ist gut. Komme ich daran? Jawohl, ich gebe eine Energie aus. Drehe das Ding auf 6 hoch. Jetzt kann ich die 6 Qubits ausgeben, den Computer damit genutzt machen. Kriege dieses Artefakt, kriege den Computer und kriege 3 Punkte. 1, 2, 3. Das ist wieder ein Zeitbruch und wieder ein Chronokristall. Die Fähigkeit kann ich leider noch nicht nutzen. Was haben wir denn noch? Hier habe ich ein rotes Artefakt, das referenziert wird. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber hier, falls ich mindestens 2 blaue Artefakte habe, erhalte ich entweder 2 Punkte oder eine Fluktuationskarte. Ich hole mir mal eine Karte. Oh, das Wurmloch. Aber damit ist das Artefakt auch genutzt. Jetzt habe ich noch 3 Energie. Und dann mache ich Folgendes. Ich werde diese 3 Energie ablegen. Denn auch da, in diesen beiden unteren Fällen hier, steht in der Anleitung ganz explizit, dass ich nicht bezahle, sondern dass ich abwerfe. Ja, wirf Batterien oder 2 Computerplättchen ab, genau. So, und diese 3 Energie werfe ich jetzt ab, um aus einem Computer 6 einen Computer 8 zu machen. Den kann ich nicht nutzen, das Artefakt. Damit sind wir durch. Die Karte kommt zurück. Die beiden blauen Artefakte bleiben zusammen. Die Computer mit Energie auch. Da packe ich aber auch das hier zusammen. Und die beiden Zeitbrüche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt. Packen wir mal da hin. So, wir füllen wieder die Auslage auf. Nächste Runde, der Bot würfelt. Und jetzt lege ich den Chronokristall wieder zurück, denn jetzt sind die Runden 1 bis 5 gespielt. Runde 6 bis 10, da ist die Referenz eine andere. Immer dann, jetzt werden auch die Karten, die Artefakte ganz rechts referenziert. Jetzt verteilen sich die Würfel etwas anders. Der Bot legt wieder los. 5 und 6, das sind diese beiden Artefakte, die kommen beide weg. Der Bot kriegt 7 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er enteilt mir.
Ich muss die anderen beiden Kapseln ziehen. Da ist jetzt natürlich eine Menge drin. Biomaterie, drei Computer sogar schon, zwei Zeitbrüche und ein guter Haufen Energie. So, was kann ich für die Biomaterie kriegen? Ich nehme mal die beiden Chronokristalle, die hier abgezeichnet sind. Und jetzt wird meine Auswahl an Karten schon sehr groß. Wir gucken. Chaotische Resonanz habe ich hier. Da kriege ich entweder eine beliebige Karte vom Abwurfstapel, da habe ich bisher nur zwei liegen. Und die müsste ich dann auch bezahlen können, anschließend, um sie ausspielen zu können. Oder ich kann auch ein beliebiges Artefakt aus einem der Ablagestapel in meine aktive Zone legen. Zum Beispiel das blaue hier, wo ich einen... Das heißt, ich kriege ein kostenloses Artefakt aktiv. Guckt man natürlich nach den großen Werten. Einfach zwei Biomaterie bekommen, das ist auch ein sehr wertvolles Artefakt. So... Zwei blaue Artefakte. Ich glaube, das ist eine gute Karte. Die könnte ich ausspielen und mir dann entweder den Multiplizierer holen. Lege ein beliebiges Artefakt von einem Abwurfstapel in deine aktive Zone. Das klingt attraktiv. Die zwei Chronokristalle dafür hätte ich. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das beste Artefakt, was ich gerade kostenlos gerne hätte, ist der Multiplizierer. Und wisst ihr was? Genau das machen wir. Wir spielen für zwei Chronokristalle die chaotische Resonanz und nehmen uns dieses Artefakt aus der Ablage kostenlos in die aktive Zone. Das heißt, wir kriegen wieder einen Chronokristall. Hat uns faktisch also nur einen Chronokristall gekostet, dieses Artefakt. Und könnten das gleiche nochmal spielen. Oder machen was anderes. Ich lege die geologische Sonde, die werfe ich ab und bekomme dafür zwei Chronokristalle. Das kommt auf diese Ablage. Und dann habe ich vier. Und mit den vier Chronokristallen kann ich das Wurmloch spielen. Das Wurmloch gibt mir 1, 2, 3 Punkte. Und das gibt mir wiederum durch das Feld 15 einen Chronokristall. So. Jetzt nutze ich das Artefakt, den Multiplizierer, und bekomme zwei Biomaterien. Und so langsam beginnt diese Engine zu laufen. Oha. Hier kann ich einen Zeitbruch abwerfen, bekomme eine Verbesserung und einen Punkt. Das ist sehr viel wert. Und hier, wenn ich warte, kriege ich drei Punkte. Ich kann auch jetzt sofort zwei nehmen. Mal gucken. Ich glaube, ich warte. Wir haben aber noch gar nicht, wir haben ja schon längst losgelegt hier, haben noch gar nicht die Quantencomputer gewürfelt, die ich habe. Naja, brauchen jetzt nicht viel. 2, 2, 2. Ich denke. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich werde jetzt drei Energie abwerfen und einen Computer einfach verbessern. Das heißt, ich mache aus dem Sechser einen Achter. Und da der noch komplett aktiv war, kriege ich den auch wieder aktiv zurück. Und der hat eine 7 erbracht. Das ist doch schon mal gut.
Das heißt, ich kann mir jetzt ein Artefakt leisten. Aber welches? Ich kann mir jetzt jedes Artefakt leisten. Auch das hier für 2 Energie, die Chronolinse. Will ich das denn? Ich brauche mal wieder ein bisschen Energie. Ich habe leider die Energie jetzt auch ausgegeben und deswegen werfe ich jetzt, mache ich jetzt Folgendes. Ich werde für diese Energie und für diese Energie jeweils die Quantencomputer hochdrehen auf 3. Das heißt, ich kann mir für 3 Qubits hier und 3 Qubits dort jeweils eine Energie erwerben. Bleiben mir noch 7 Qubits. Und für 5 Qubits könnte ich ja... Für 5 Qubits kann ich ja einen Zeitbruch abwerfen. Das mache ich. Das heißt, der kommt weg. Wir wollen vermeiden, dass es zu viele werden. Und dann habe ich jetzt 2 Computerplättchen, die ich abwerfen kann, um dafür eine Verbesserung zu bekommen. Und zwar verbessere ich den 8er Computer auf einen 12er Computer. So. Ich habe dieses Artefakt genutzt. Einmal pro Zug kann ich das mit dem Replikator nochmal nutzen. Ich bekomme also noch 2 Biomaterie. Und ich denke, ich nutze schon eines davon, nutze ich noch nicht. Und das andere nutze ich direkt und werfe einen weiteren Zeitbruch ab. Mit dem hier kann ich leider noch nichts anfangen mit dem Artefakt, weil ich kein anderes blaues Artefakt hier in der Auslage habe gerade. Sehr gut. Wir haben eine Menge geschafft in dieser Runde, aber noch nicht so viele Punkte bewirkt. Wir haben jetzt einen 12er Computer, der Replikator und der Multiplizierer zusammen. Das ist eine mächtige Kombination. Die lassen wir zusammen. Die Biomaterie, da brauchen wir natürlich... Multiplikator, Replikator, ja genau, sehr gute Multiplizierer und Replikator, genau. So, den Chronokristall-Auswerfer, den packen wir da rein. Uns fehlt noch ein blaues Artefakt für den als Ergänzung. Aber wir werden den Computer und die Energie hier reinpacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Biomaterie dazu, die hier, und das packen wir mal hier zu. So, mal gucken, was daraus wird. Ihr seht, je länger das Spiel dauert, desto aufwendiger können die Züge werden. Aber das geht trotzdem in Summe für mich ganz fluffig zu spielen. So, wir haben aufgefüllt. Runde 7, der Bot ist dran. Er würfelt eine Einer Pasch, das heißt, diese Karte, er kriegt keine Punkte, aber ich kriege 2 Zeitbrüche. Na super. Ich muss wieder mischen. So. Mal schauen, was ich jetzt ziehe. Das ist das andere Paar. Nichts davon, was ich eben hatte. Und ihr seht, wir haben schon 4 Zeitbrüche. So, und jetzt machen wir es mal... Ach nee, es ist vermischt. Okay, alles gut. Jetzt machen wir es mal so, dass wir erst die Computer werfen. Wir müssen einen 8er, einen 12er und einen 6er Würfel. Die 3, die 10 und die 2 haben wir geworfen. Hier kriege ich erstmal 3 Punkte. 1, 2, 3. Und das führt mich leider wieder zu einem Zeitbruch. Das kann ich aber nicht vermeiden. Ich will ja die Punkte irgendwann haben.
So, 1, 2, 3, 4, 5 Zeitbrüche. Die müssen wir dringend loswerden. Puh. Was machen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf Energie haben wir. Wir können also jedes Artefakt hier auf der Energieseite kaufen und wir haben auch genug Qubits, um eines dieser beiden Artefakte zu kaufen. Wir können auch Computer aufwerten. Wollen wir das? Ich kann auch 5 Qubits. Erstmal zahle ich 2 Energie, um 2 Biomaterie zu erhalten. Das ist dieses Artefakt hier. Oh, sehr schön. Ich glaube, die lege ich auf jeden Fall zusammen mit Zeitbrüchen in die jeweiligen Kapseln. Ich habe keine 2 blauen Artefakte, kann mir auch kein blaues Artefakt kaufen, um es hier zum Kronekristallauswerfer dazuzulegen. Ich glaube, ich werde mir diesen 4D-Drucker kaufen. Der kostet mich 4 Energie. Da fehlt mir eins, ich gebe aber 3 Qubits aus, um eine Energie zu erwerben. Ach nee, Moment, da fehlt mir ja das. Das bringt mir ja nichts, weil ich das ja erst im nächsten Zug packen kann. Ja, ich brauchte die 2 Energie hierfür. Jetzt fehlt mir das 4. Energie hier. Ja, dann müssen wir das liegen lassen. Okay, hilft alles nichts. Ich werde hier erstmal die Biomaterie nutzen und schon mal einen Zeitbruch wieder abwerfen. Und dann werde ich... Ja, man kann so ein bisschen in Analyseparalyse verfallen. Ich werde jetzt doch mal hingehen und mir hier einen Gedächtnislöscher kaufen. Und zwar für 8. Und 8 kriege ich natürlich mit dem Zehner bezahlt. Mit den Zähnen hier. Kriege dafür 2 Punkte. Kann mir dafür einen Chronokristall gönnen. Kriege einen Zeitbruch für das Artefakt. Und 2 Chronokristalle. Habe jetzt also schon 4. Und die Fähigkeit ist, dass ich später einen Zeitbruch abwerfen kann. Da kommt also auf jeden Fall noch einer mit dazu. So, jetzt haben wir noch 5 Qubits. Mit den 5 Qubits können wir einen Zeitbruch abwerfen. Das machen wir. Und damit sind die Computer genutzt. Und für die 3 Energie Ich kann jetzt mit den 2 Chronokristallen hier diese Karte spielen, die Form der Unendlichkeit, und erhalte ein Artefakt kostenlos. Dann nehme ich doch den 4D-Drucker. Und der gibt mir 2 Energie und noch ein Chronokristall und kommt hier hin. Und jetzt habe ich... Hui, jetzt habe ich nochmal eine chaotische Resonanz, die ich spielen kann. Und da könnte ich doch jetzt wieder aus der Ablage ein Artefakt in meine aktive Zone legen. Ja, das machen wir. Wir zahlen noch 2 Chronokristalle und spielen die chaotische Resonanz. Und dann bekomme ich von einem Ablagestapel ein beliebiges Artefakt in meine aktive Zone. So, und mit dem hier kann ich nämlich jetzt einen Zeitbruch abwerfen. Habe das auch genutzt. Und jetzt habe ich auch dieses hier, dieses blaue Artefakt, sagt mir nämlich jetzt, ich bekomme übrigens für das hier noch eine Energie.
Aha, genau. Und ein Punkt. Das hier sagt mir nämlich, falls du mindestens 2 blaue Artefakte hast, erhalte einen Chronokristall. Jawohl. Und damit haben wir auch diese Fähigkeit genutzt. Und jetzt habe ich immer noch 3 Energie. Und für die 3 Energie, die schmeiße ich ab. Ja. Und mache aus dem Computer 6 einen Computer 8. So, jetzt haben wir ganz viele Sachen. Das müssen wir jetzt ein bisschen sortieren und zuordnen. Die 2 bleiben auf jeden Fall zusammen. Die beiden bleiben auch zusammen. Die beiden bleiben zusammen. Das können wir dann vielleicht mit dem hier kombinieren. So, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Wir machen hier 6, 7 draus. 5, 5, 6, 7. Das wäre jetzt voll. Aber wir wollen die Artefakte nicht wegschmeißen. Das sind alles gute Artefakte, die wir hier haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde mal diese 3 Energie hier wechseln in eine Energie-3-Batterie. Das ist die Phase, in der ich wechseln darf. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sind schon 6. Das wären 7. Jetzt muss ich einen Computer vielleicht zurücklassen. Alternativ kann ich die Biomaterie. Die brauche ich aber, um die Zeitbrüche loszuwerden. Ah, eieieiei. Wie werden wir da jetzt das Thema los? Das hilft nichts. Ich muss einen Computer abwerfen. Da hätte ich vielleicht die Verbesserung gar nicht gebraucht. Ich brauche diese Biomaterie einmal durch die Zeitschleife geschickt. Sonst kann ich die Zeitbrüche nicht loswerden. Das heißt, ich kann den Computer auch nicht verbessern. Den brauche ich ebenfalls, um einen Zeitbruch loszuwerden. 4, 5. Und ich kann nur noch einen Computer mit einer Energie packen. Das heißt, der geht einfach ungenutzt wieder zurück. Und damit sind 2 volle Kapseln dabei. Mal gucken, was das für Konsequenzen hat. Und ob das Spiel damit, ob ich es damit noch schaffe, den einzuholen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mindestens 3 Verbesserungen bekommen und hätte dafür jeweils auch einen Punkt bekommen. 1, 2, 3. Ich muss also noch einen Zeitbruch unterbringen. Hilft alles nichts. Kommt eine Energie weg. So. Computerverbesserungen bringen Punkte, jeweils einen. Schwerer Fehler von mir. Habe ich vergessen. Das ist eine Regel, die man leider relativ schnell vergisst. Mein Problem. So. Dann werden wir jetzt aber in Runde 8 gehen. Wir müssen also auffüllen. So rum. Der Bot beginnt, Runde 8. 6 und 3. Hier 2 Punkte. Hupsa. Falsche Richtung, so rum. Und hier 2 Punkte. Den kriegen wir nicht mehr eingeholt, Leute. Der Bot ist relativ stark. Ich habe den erst einmal besiegt. Okay. Mal gucken. Jetzt haben wir ja hier auch eine mächtige Kombination von Artefakten, hoffe ich. Und Biomaterie. Oh ja, hier haben wir auch ordentlich Zeug. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich die falschen Dinge gezogen habe. Mit der hier kann ich eine Computerverbesserung erreichen und 2 Punkte. 1, 2. Dafür hätte ich gerne erstmal eine Karte. Aber die Computerverbesserung
kriege ich gerade nicht. Hier kann ich einen Zeitbruch abwerfen, kriege eine Computerverbesserung und einen Punkt. Super. Der eine Punkt bringt mir aber den Zeitbruch, den ich nicht abwerfen kann. Andere Reihenfolge. So. Habe ich mindestens zwei blaue Artefakte, bekomme ich zwei Weltraumdollar oder eine Fluktuationskarte. Ich nehme die zwei Weltraumdollar. Denn ich habe ja zwei blaue Artefakte, genau. Jetzt spiele ich für einen Chronokristall die Biofeldresonanz. Dann nutze ich dieses Artefakt und erhalte zwei Biomaterien, bekomme diese direkt in die aktive Zone. Und ich habe den Replikator, den ich jetzt nutzen kann, mit dem grünen Artefakt hier. Bekomme also nochmal zwei Biomaterie in die aktive Zone. Oh ja. Und ich habe damit die Fähigkeit eines roten Artefakts genutzt, kann also den Kryptoanalysator nutzen und bekomme dafür einen Weltraumdollar, der mir wiederum eine Karte gibt. Damit habe ich die Karte Biofeldresonanz ordentlich ausgenutzt. Jetzt kann ich... Oh, jetzt bekomme ich massig Zeitbrüche, ihr werdet sehen. Ich bekomme jetzt einen Zeitbruch und vier Punkte. Moment. Was habe ich denn noch hier? Was kann ich noch tun? Ich habe ja hier noch eine Karte Pluralität der Vergangenheit. Da kann ich die Fähigkeit eines Artefakts aus der Auslage nutzen. Bevor ich das vergesse... Die bringen mir alle nichts. Die bewahre ich mal noch. Okay, so, dann legen wir los. Hier, ich bekomme jetzt einen Zeitbruch und vier Punkte. 1, 2, 3, 4. Das sind nochmal zwei Zeitbrüche, weil ich zwei blaue Felder überschritten habe. Dann kommt das weg. Dann bekomme ich zwei Punkte und kann einen Zeitbruch wegwerfen. Ups. 1, 2. Und dafür nehme ich noch eine Karte. Das Portal ins Bewusstsein. Dann kommt das auch weg. Hier bekomme ich drei Punkte. 1, 2, 3. Und das sind wieder zwei Zeitbrüche. Und hier werfe ich einfach mal einen Zeitbruch ab und nehme nicht die drei Punkte. Sonst wird das zu viel. So, das hatten wir aber auch schon genutzt. Jetzt haben wir vier Zeitbrüche und da sind auch welche drin. Also im Moment sind wir, glaube ich, über das Limit hinaus, aber wir haben ja noch zwei Züge. Okay, so, was brauchen wir? Wir brauchen den Replikator, den Kryptoanalysator und das Exoskelett. Also die vier zusammen sind schon stark. Und die vier kommen in eine eigene Schachtel. In eine eigene Kapsel. So. Und wir schauen mal, was passiert. Wir füllen wieder auf. Da kommt er hin. Da kommt er hin. Der Bot würfelt Runde 9. 2 und 6. 2 und 6. Hier sind es 3 Punkte. 1, 2, 3. Und hier ist es keiner. Okay. Dann geht es weiter. Wir sind schon fast eine Stunde dran, aber es dauert auch nicht mehr lange. Ich muss wieder mischen. Kann man auch schön zumachen erst, damit die Kugeln nicht rausfallen. Okay. Ich versuche mal in der Nachbearbeitung das Mischen immer etwas leiser zu stellen. Schauen.
Schauen, ob das gelingt. Da sind die Zeitbrüche. Mal gucken. Aber es ist eine andere Kombination von Artefakten und Energie. So, wir gucken mal. Was haben wir? Wir haben einen Computer 8 mit einer 6 betankt. Erstmal ganz ungefährlich, falls du mindestens zwei blaue Artefakte hast, erhalte einen Chronokristall. Was haben wir für Karten? Das Portal ins Bewusstsein und weiterhin wir brauchen Punkte. Wir brauchen noch ordentlich Punkte. 10 mindestens. Hier sind Biomassen, Biomaterien, das ist gut. Das kann ich nutzen und einen Zeitbruch abwerfen. Das kann ich nutzen und noch einen Zeitbruch abwerfen. Ich habe 6 Qubits. Und 4 Energie. Ja. Ich mache mal Folgendes. Ich werfe diese 3 Energie ab und verbessere diesen Computer. Der ist ja noch aktiv. Das heißt, ich kriege den W12 und kann den direkt werfen. Na, weniger 3. Aber das war eine Verbesserung. Die gibt mir einen Punkt. Der gibt mir wiederum einen Chronokristall. Jetzt fehlt mir die Energie, um hier die Biomaterie zu bekommen. Das wollte ich eigentlich, kriege ich aber nicht mehr hin. Dann müssen wir was anderes tun. Ich zahle eine Energie, um nochmal zu werfen. Na. 2, wird nicht besser. Das haben wir schlecht gemacht. Tatsächlich können wir jetzt nichts mehr tun. Ja, ein bisschen Pech gehabt, aber wir sind immerhin Zeitbrüche losgeworden. Die Energie hätte ich anders, mit ein bisschen Glück hätte es funktioniert, aber es hat nicht. Gut, trotzdem ist diese Kombination mit diesen 2 Zeitbrüchen und in dieser Kapsel hinein auf jeden Fall richtig und wichtig, und das ist auch gut, das kommt dazu. Ihr 2 kommt da rein. Eine andere Kapsel, so. Die kommen aber nicht mehr ran. Das heißt, ich habe jetzt hier 2 Zeitbrüche in dieser Kapsel drin. Die werde ich auch nicht mehr los, denn ich habe jetzt nur noch die beiden letzten Kapseln aus dem Netz zu ziehen. Mit dem letzten Zug. Und dann sind wir dran. Wir gucken, was passiert. Wir füllen auf. So, der Bot ist dran. Letzte Runde. 4 und 2. Der Bot bekommt 2 Punkte und keinen Punkt. Wir ziehen die letzten beiden Kapseln. Wir wissen, dass wir da 2 Zeitbrüche drin haben. Den Rest müssen wir, oder wir müssen jetzt höchstens auf 5 kommen. Das heißt, wir dürfen uns 3 Zeitbrüche übrig halten am Schluss. Das könnte uns gelingen. So, hier haben wir einen Computer, hier haben wir Biomaterie. Hier sind 4 Zeitbrüche. Wir müssen welche loswerden, aber das kriegen wir hin. Wir sehen ja hier schon einiges, was funktionieren wird. Ein Computer mit einer 3. Also so richtig gut gewürfelt habe ich heute nicht. So, erstmal kommt die Biomasse weg und 2 Zeitbrüche. Keine Diskussion. Dann haben wir was haben wir denn? Wir werfen den Zeitbruch ab. Wenn wir mindestens 2 blaue Artefakte haben, haben wir
dann bekomme ich eine Karte oder zwei Punkte. Wir müssen mal gucken, was wir mit Karten machen. Ich habe die Fähigkeit eines roten Artefakts genutzt. Das heißt, ich kann einen Weltraumdollar bekommen. Der gibt mir aber, Moment, dahin. Der gibt mir aber einen Zeitbruch. Mit den Qubits gucken wir gleich mal der Karte. Aber was ganz spannend ist, wir bekommen ja zwei Biomaterien. Und das können wir zweimal machen. Wir bekommen dann vier Biomaterien. Wir nehmen erstmal die ersten beiden. Wir wissen, dass wir nicht mehr drankommen. Ist ja letzte Runde. Das heißt, in beiden Fällen nehmen wir die obere Belohnung. Wir werfen einen Zeitbruch ab. Und wir nehmen zwei Punkte, die uns wiederum einen Zeitbruch verschaffen. Mit dem Replikator nehmen wir das Ganze aber nochmal. Zwei Biomaterien und nehmen auch hier wieder in beiden Fällen die obere Belohnung. Wir werfen wieder einen Zeitbruch ab und wieder zwei Punkte. Was uns wieder eine Karte verschafft und darauf wollte ich hinaus. Ich habe mindestens zwei blaue Artefakte und bekomme damit entweder zwei Punkte oder eine Fluktuationskarte. Ich muss die zwei Punkte nehmen und den Zeitbruch. So. Und jetzt haben wir hier noch drei Chronokristalle, mit denen wir was machen können. Und drei Qubits und drei Chronokristalle. So, mit den drei Qubits kriege ich irgendwie nicht mehr wirklich was hingezaubert. Schlecht gewürfelt. Kriege mit diesen drei Chronokristallen, kann ich diese Karte spielen und bekomme nochmal drei Punkte und zwei Verbesserungen. Die beiden Verbesserungen helfen mir gar nichts. Wobei, nee, einen Zwölfer kann ich ja nicht mehr verbessern. Und die drei Punkte bringen mich nur noch auf einen Zähler ran. Gibt es noch eine Möglichkeit? Hier kann ich noch eine Fähigkeit von einem Artefakt aus der Auslage nutzen mit der Pluralität der Vergangenheit. Aber dafür müsste ich vier Qubits haben, dafür müsste ich zwei Energie haben, dafür müsste ich sieben Qubits haben, die ich auch nicht habe. Und hierfür müsste ich das Artefakt abwerfen, bekäme eine Karte, die mir nicht mehr als drei Punkte bringen kann oder mehr Chronokristalle kostet. Ich kann nur noch das hier spielen. Die zwei Verbesserungen können nur verfallen. Ich sehe auch nicht die Möglichkeit, dass ich eine Verbesserung dazu nutzen kann, einfach nochmal zu würfeln für diesen Computer. Wo habe ich es denn? Hier. Eine Verbesserung für einen Computer. Wann immer du eine Verbesserung erhältst, ersetze das Computerplättchen in deiner aktiven, inaktiven Zone durch die nächstbessere Version. Liegt das Plättchen in der aktiven Zone, erhältst du auch sofort den neuen Würfel und wirfst ihn. Wann immer du einen Computer verbesserst, erhältst du... Pass mal auf. Das hier ist ja jetzt die nächstbessere Version, aber ich... das ist immer noch die, aber ich kann ja neu würfeln. Steht nicht drin, dass es verboten ist. Dann würfel ich einfach neu. Wieder eine 3. Ich kriege zwei Verbesserungen. Das erste war ein Punkt. Die zweite ist auch ein Punkt. Die bringt mir wieder einen Zeitbruch. Und jetzt bekomme ich drei Punkte. 1, 2, 3. Das bringt mir einen Chronokristall. Ja, einen Chronokristall und einen Zeitbruch leider. Und daran wird es scheitern. Und jetzt, nein, wird es nicht. Ha, jetzt kann ich nämlich 5 Qubits ausgeben von den 8, um noch einen Zeitbruch loszuwerden.
Und jetzt bin ich durch. Ich kann nichts mehr tun. Die beiden Karten kann ich zwar spielen, aber sie bringen mir null Wert. Ich kann Qubits in Energie umwandeln, hin und zurück kann, die brauche ich nicht. Und die Fähigkeiten der Artefakte hier kann ich nicht bezahlen. Also bin ich durch. Ich verteile mal wieder so ein bisschen. Jetzt ist es aber egal. 4, 5, zack, zack. Die müsste ich jetzt zumachen. Brauche ich aber nicht, denn am Schluss des Spiels kippen wir alle Kapseln aus und schauen mal, wie viele Zeitbrüche wir haben. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir genau 5 Zeitbrüche. Jawohl, die sehe ich da. Und wir haben ansonsten eine ganze Menge Artefakte. 2 W12 Computer und nur eine Energie. Das war also ganz knapp und vielleicht auch etwas schlecht gemanagt. Aber im Ergebnis, schaut mal, da haben wir gewonnen. Um einen Punkt. Und ich vermute, ich habe mit den Verbesserungen der Computer auch mir, ich habe mir zwar 3 Punkte jetzt nachträglich gegeben, aber ich glaube, ich habe noch 1 oder 2 vergessen. Falls euch das auffällt, falls ich mich da verzählt habe, mag es sein, dass ich entweder mir noch 1 oder 2 zu wenig gegeben habe und etwas weiter vorne läge, vielleicht auch bei 2 Punkten weiter vorne noch einen Zeitbruch hätte und damit dann komplett verloren hätte, oder ich habe mir 1 Punkt zu viel gegeben und läge dann gleich auf oder sogar 1 Punkt hinter dem Bot. Wenn ihr das nachvollziehen mögt oder euch das sofort auffällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, aber ihr seht, das ist nicht einfach, gegen die einfachste Version des Bots überhaupt zu spielen. Die nächstschwierigere Version fängt nicht bei 25 Punkten an, sondern ich glaube bei 40. Wir gucken mal drauf. Steht ja hier in der Anleitung drin. Bei 40 und die schwere Partie fängt bei 55 an. Für den Bot. Meine Güte. Ja. Was bei uns jetzt im Spiel gar nicht vorkam, ist, dass der Gegenspieler Zeitbrüche erhält. Solche Artefakte gibt es auch, wobei ich dem Gegenspieler, also dem Astrobot, Zeitbrüche zuschieben kann. Dann würde er einfach nur 2 Punkte zurückgehen. Aber das hatten wir tatsächlich im Spiel gar nicht. Ja, damit haben wir das Spiel gewonnen. Hauchdünn, aber gewonnen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck von diesem Spiel und überlegt euch, ob das für euch was ist. Wie gesagt, es geht bis zu 4 Spiele. Hat jetzt etwas über eine gute Stunde gedauert, der Solo-Modus. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Schreibt auch gerne einen Kommentar, wenn ich Fehler gemacht haben sollte, damit nicht nur ich, sondern auch andere was davon lernen. Und ansonsten, spielt was Schönes. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.